Warten so lange, bis wir die Namen haben. Also das ist ja schon ein bisschen fast hanebüchen. Ja, aber es ist natürlich vielleicht auch eine Sache der Steuergerechtigkeit in Ihrem Sinne zumindest interpretiert. Das ist ein weites Feld, aber ich habe das auch nicht ganz nachvollziehen können. Aber die SPD hat da andere. Vielleicht gibt es noch andere Gründe, die uns Herr Steinbrück irgendwann noch verraten wird. Wir sehen jetzt schon im Bild, meine Damen und Herren, da sitzt nicht Herr Steinbrück, das sehen wir alle. Da sitzt Wolfgang Schäuble, der deutsche Finanzminister, und zu ihm wird jetzt stoßen der jetzt gerade aufgestandene neue Finanzminister der Vereinigten Staaten von Amerika, Jacob Lew. Und wir warten jetzt darauf, dass meine Herren Fotografen und Kollegen Kameras, genau, jetzt. Sich jetzt dort wegbewegen und wir das Bild frei haben auf die beiden Finanzminister und ihre Pressekonferenz. Liebe Kollegen, wir können nicht beginnen, bevor Sie sich hingesetzt haben. Bitte setzen Sie sich jetzt hin. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur heutigen Pressekonferenz aus Anlass des Treffens des neuen US-Finanzministers mit Bundeskanzler Schäuble. Das Format ist wie folgt. Wir werden zwei kurze Eingangsstatements haben. Danach haben wir Zeit für maximal vier Fragen. Und ich würde Sie danach bitten, nach der Pressekonferenz sitzen zu bleiben, damit die Delegation sich aus dem Raum entfernen kann. Danach sind Sie herzlich willkommen, aufzugehen. Herr Minister, Sie haben das Wort. Ja, meine Damen und Herren, ich habe die große Freude gehabt, meinen amerikanischen Kollegen heute in Berlin zu empfangen. Und wir haben zwar schon ein paar Mal telefoniert, aber wir haben uns nur bisher von der Ferne gesehen. Bei Gipfeltreffen der G20 haben wir uns auch von der Ferne in seiner bisherigen Funktion gesehen. Und jetzt haben wir uns heute intensiv ausgetauscht über alle die Fragen, mit denen sich der Secretary of the Treasury und der deutsche Finanzminister beschäftigen. Ich habe versucht, ein wenig über die komplizierten Strukturen in Europa zu erklären, weil wir in Europa eben auf einem guten Weg sind, aber schwierige Strukturen der Entscheidungsfindung haben. Sie hat gestern ja in Brüssel schon mit der EZB und gestern in Frankfurt mit der EZB und in Brüssel mit der Kommission eine Reihe von Gesprächen gehabt. Und das ist klar, die Situation in Europa und in der Eurozone ist immer von einem großen Interesse für alle Beteiligten. Und darüber haben wir uns intensiv ausgetauscht, genauso wie mir die Situation in den Vereinigten Staaten geschildert hat. Wenn man sich kennenlernt, ist ja das Allerwichtigste, dass man ganz offen und intensiv miteinander redet, um sich gegenseitig so gut wie möglich zu verstehen. Wir hatten heute nicht die Absicht, irgendwelche gemeinsamen Ergebnisse zu produzieren, sondern wir haben einen intensiven Meinungsaustausch gehabt. Und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, wie wir bei der Frühjahrstagung des IMF in der kommenden Woche gemeinsam Amerikaner, Europäer die Punkte, die dort auf der Tagesordnung stehen, vorbereiten, behandeln, weiter vorangehen. All die Punkte, die auf der Agenda stehen. Es war ein freundschaftlicher, intensiver Meinungsaustausch. Und ich freue mich auf die Fortsetzung einer intensiven, freundschaftlichen, vertrauensvollen Zusammenarbeit. Secretary. Thank you, Minister Schäuble. Herzlichen Dank, Minister Schäuble. Es ist mir eine große Freude, dass ich heute hier in Berlin für meinen ersten offiziellen Besuch sein kann. Der Minister und ich hatten ein ganz hervorragendes Gespräch. Er und sein Team haben wirklich ganz hart daran gearbeitet, die Herausforderungen, vor der Europa und vor allen Dingen die Eurozone stehen, zu bewältigen und Europa auch abwehrfähiger zu machen. Ich weiß, dass er wirklich alles für den Erfolg der europäischen Geschichte gibt. Unser wirtschaftlicher Aufschwung gewinnt an Stärke, die Nachfrage steigt. Die Unternehmen haben auch ihre eigene Beständigkeit gezeigt, ihre Abwehrfähigkeit gezeigt. Die Investitionen steigen. Es gibt natürlich Unterstützung seitens der Regierung, die wir aber langfristig zurückfahren. Seit 14 aufeinanderfolgenden Monaten könnten wir sagen, dass die Situation sich verbessert. Die Schaffung von Arbeitsplätzen funktioniert nicht so schnell, wie wir es gehofft haben. Aber die letzten 7 Monate sind erfolgreich. Unser BIP hat sich um circa die
Hälfte im Vergleich zu 2009 verändert. Aber das ist natürlich noch nicht ganz das, was wir erzielen wollen. Wir konzentrieren uns weiterhin natürlich auf die langfristigen Herausforderungen. Die Wirtschaft ist natürlich immer noch anfällig, ganz besonders in Bezug auf die weitere Entwicklung in Europa. Finanzminister Schäuble und ich haben natürlich unsere gemeinsamen Interessen ganz besonders für mehr weltweites Wachstum angesprochen. Wir brauchen auch eine Reform der Regulierungsbehörden. Wir müssen zusätzliche Möglichkeiten für mehr Handel schaffen, damit wir mehr Investitionen und somit mehr Arbeitsplätze schaffen können. Wir haben auch über die europäischen Pläne gesprochen zur Bankenunion. Das ist ganz wichtig, damit wir eine langfristige Stabilität in der Eurozone erhalten können. Wir hatten einen ganz hervorragenden Meinungsaustausch auf diesem Gebiet. Und ich freue mich auf weitere Diskussionen und ich freue mich schon, den Minister in wenigen Wochen in Washington begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. So, questions? Miss Anjukova, from, please. Yep. Hi, thank you for taking Vielen my Dank, question. Dass ich eine Frage stellen darf. Mein Name ist Anna Nukovonov von Reuters. Ich wüsste gerne, ob Sie vielleicht etwas dazu sagen können, welche Unterschiede es denn da gibt auf Seiten Deutschlands und der USA in Bezug auf das Wirtschaftswachstum. Herr Liu, denken Sie, dass in der Eurozone mehr Wachstum geschaffen werden kann, wenn die Nachfrage auch in Deutschland, also die Binnennachfrage, weiter gestärkt wird? Und Herr Schäuble, denken Sie, dass die Sparprogramme Priorität haben sollen? Können Sie vielleicht kurz beschreiben, wo hier die Unterschiede liegen, wo Sie vielleicht auch Meinungsunterschiede haben? Nun, also ich möchte zunächst einmal betonen, wo wir gleicher Meinung sind. Ich denke, wir sind beide dem Wachstum verschrieben und wir haben uns beide der Haushaltsdisziplin verschrieben. In Bezug auf die US-Wirtschaft haben wir natürlich gesehen, dass es erforderlich ist, Wachstum und Haushaltsdisziplin miteinander in Einklang zu bringen, damit der wirtschaftliche Aufschwung weiterhin stark bleiben kann. Natürlich müssen wir hier auch einige Korrekturen vornehmen und eventuell den Zeitplan für die Haushaltskonsolidierung ausweiten, aber in allen Gesprächen, die ich bei meiner Reise hier nach Europa führe, ich meine, ich war ja auch vor zwei Wochen erst in Peking und da habe ich immer wieder betont, dass die globale Nachfrage gesteigert werden muss, dass sie steigen muss und dass dann natürlich auch die Nationalstaaten aufgerufen sind, die Binnennachfrage weiter zu stärken. Darüber haben wir heute Morgen gesprochen. Wenn ich vielleicht einen Punkt hinzufügen darf, weil ich oft den Eindruck habe, dass es eine falsche Wahrnehmung gibt. Niemand, auch in Europa, sieht diesen Gegensatz zwischen finanzpolitischer Konsolidierung und Wachstum. Wir haben die gemeinsame Position einer wachstumsfreundlichen Konsolidierung oder eines nachhaltigen Wachstums, wie immer man das formuliert. Unsere Unterhaltung hat sich nicht so sehr mit Differenzen beschäftigt, die es gar nicht so gibt, sondern sie hat vor allen Dingen dazu gedient, dass wir uns über die unterschiedliche Situation ökonomisch in den realen Strukturen der Vereinigten Staaten von Amerika auf der einen Seite und von Old Europe auf der anderen Seite gegenseitig diskutiert haben, weil das sehr viel besser ist, um aus unterschiedlichen Situationen zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen. Deswegen war es ein sehr wertvolles, fruchtbares Gespräch. Vielen Dank. Die nächste Frage ist an Herrn Ramthun, dann an Herrn Harding und dann an Herrn Schäfers. Herr Ramthun. Über das Problem der internationalen Steuererosion und Steuergestaltung gesprochen. Es gibt ja bei der OECD diese BEPS-Initiative. Und aus europäischer Sicht ist ja ein Problem, dass offenbar die amerikanische Regierung einen Tax Holiday eingeführt hat, sodass US-Konzerne von Amazon bis Google ihre außeramerikanischen Gewinne steuerfrei in der Karibik deponieren können. Wird die amerikanische Regierung diesen Tax Holiday oder Tax Vacation inzwischen aufheben? Ich kann Ihnen keine Antwort für die amerikanische Regierung geben, aber ich kann Ihnen sagen, dass wir über das Thema gesprochen haben. Das ist ja eine gemeinsame Initiative. Ich habe übrigens zum ersten Mal über dieses Thema auf G20-Ebene mit dem damaligen Sekretary Tim Geithner am Rande des Los Cabos-Gipfels gesprochen. Wir haben dann später zusammen mit dem britischen Schatzkanzler, auch dem französischen Kollegen, diese Initiative ergriffen und wir stimmen völlig überein. Und Sekretär Lui hat es ausdrücklich gesagt,
Wir werden, das wird auch ein wichtiges Thema bei der IWF-Tagung in der kommenden Woche sein. Wir arbeiten in dieselbe Richtung, denn die Entwicklung der Globalisierung, die unglaubliche Vernetzung, in der auch durch die modernen Kommunikationstechnologien, hat ja nicht nur dazu geführt, dass die Möglichkeiten der illegalen Steuerhinterziehung von vielen ausgenutzt werden, sondern dass vor allen Dingen auch die Möglichkeiten, und das ist ja das Anliegen der Initiative für die sogenannte BEPS, also Base Erosion and Profit Shifting, das heißt die Erosion der Steuerbasis und die Verschiebung von steuerpflichtigen Einkünften in günstige, steuerlich günstige Jurisdiktionen. Die internationale Globalisierung hat dazu geführt, dass die Möglichkeiten, legal das zu gestalten, in einem Maße überhand genommen haben, dass wir deswegen diese Initiative gemeinsam voranbringen, die wir im G20 und auch mit der OECD betreiben. Also ich glaube, dass wir da ein gemeinsames Interesse verfolgen. Wir wollen nämlich sicherstellen, dass die Steuergesetze eingehalten werden und dass wir hierbei auch Transparenz an den Tag legen. Natürlich sollen die Steuerbehörden sowohl in den Vereinigten Staaten, aber auch in anderen Ländern das Recht haben, tatsächlich zu sehen, wo liegt Einkommen vor, wo liegt Steuersubstrat vor. Das ist sowohl wichtig für die Steuerfestsetzung, aber natürlich auch wichtig dafür, dass wir hier unangemessene Geldflüsse, die für falsche Zwecke genutzt werden können, unterbinden können. Nun, was die Base Erosion, also das Abschwinden der Steuerbemessungsgrundlage angeht, da wünschen wir uns, dass die OECD weiterhin Fortschritte erzielt. Und ich glaube, dass wir uns da einig sind, dass wir ein System haben wollen, wo es keinen Anreiz dafür gibt, dass man sich gewisse Vorteile erarbeitet. Ich spreche hier das Problem der Steueroasen an. Und ich denke, das sprechen wir in Washington bei unserem Treffen auch nochmal an. Mr. Harding, please. From the Financial Times. Mr. Secretary, on this trip, you've talked Finanzminister, about auf dieser Reise haben Sie über die Überschussländer gesprochen, dass die ihre Binnennachfrage antreiben sollen. Können Sie vielleicht etwas sagen, was Deutschland denn tun könnte, um das Wachstum in den USA auch zu steigern? Und Herr Schäuble, eine Frage an Sie. Die USA haben ein sehr hohes Defizit. Eine Haushaltskonsolidierung, die schneller vonstatten geht, wäre das hilfreich für die Eurozone? I think that the point I made earlier, ich glaube, dass das, was wir zuvor ja bereits zum Ausdruck gebracht haben, hier essentiell ist. Was wir brauchen, ist, dass wir die Wachstums- und Investitionspolitiken miteinander in Einklang bringen müssen. Wir müssen hier ein Gleichgewicht schaffen. Die Ziele für verschiedene Länder und wo auch die verschiedenen Potenziale beim BIP liegen, da gibt es natürlich Unterschiede. Aber ich glaube, dass es nur gerecht ist zu sagen, dass der Euro, naja, was soll ich sagen? Negatives ist immer schlecht, aber eine Wachstumskraft wäre natürlich eine Stärkung der Binnennachfrage und politische Programme, die dafür Sorge tragen würden, dass die Binnennachfrage in den Ländern, in denen es hierfür noch Kapazitäten gibt, tatsächlich gesteigert wird. Das wäre meiner Meinung nach sicherlich sehr hilfreich. Und das Gespräch, das ich mit dem Minister geführt habe, war wirklich sehr gut und ich freue mich auf weitere Gespräche. Wir vertrauen in die amerikanische Regierung. Und wir vertrauen vor allen Dingen darin, das ist mein Prinzip ohne dies, dass sie besser wissen als wir, was die richtige Politik in den Vereinigten Staaten von Amerika ist. Und deswegen arbeiten wir über ein gemeinsames Verständnis der gemeinsamen politischen Ziele, aber nicht zusammen, aber nicht dazu, uns öffentliche Zensuren oder Ratschläge zu geben. Das hilft überhaupt nicht. Wir haben gemeinsame Ziele. Wir müssen daran immer arbeiten, das gilt übrigens auch in Europa, dass wir verstehen, und zwar jeder den anderen, warum die Situation, die ist in den Vereinigten Staaten von Amerika völlig anders als in Europa. Und wir Europäer haben genügend zu erklären, warum die Lage in Europa so ist, wie sie ist. Und deswegen brauchen wir keine Zeit, um den Vereinigten Staaten von Amerika Ratschläge zu erteilen. Letzte Frage, Herr Schäfer. Ja, Manfred Schäfers, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nochmal zurück zu den Steueroasen und Steuerhinterziehung. Man hat heute lesen können, dass Sie, Herr Schäuble, offenbar die Hoffnung noch nicht aufgegeben haben, mit der Schweiz ein Abkommen schließen zu können, um an Informationen zu kommen.
Hoffen Sie dabei auf Unterstützung der Amerikaner und das Abkommen, das die Amerikaner mit der Schweiz geschlossen haben? Und könnten die Amerikaner auch, wären die Amerikaner bereit, den Deutschen Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie vielleicht gewinnen aus der Schweiz und aus anderen Ländern? Herr Schäfers, vielleicht wissen Sie, dass wir vor ein paar Wochen hier in Berlin ein Treffen hatten der Finanzminister Österreichs, der Schweiz und Luxemburgs auf Einladung des deutschen Finanzministers. Auch der Liechtensteinische war dabei. Das ist übrigens nicht neu, das machen wir regelmäßig. Da haben wir in der Tat über diese Fragen gesprochen, so wie wir ja daran arbeiten. Die Position der, in der Europäischen Union ist ja im Zusammenhang mit der Zinsbesteuerungsrichtlinie. Now you can see how complicated, complex the Europe is. Die Situation in Europa ist ja so, dass zwei Mitgliedstaaten von dem in der Zinsbesteuerungsrichtlinie geregelten europäischen Informationsaustausch, dieses Abkommen ist übrigens 2005 oder diese Regelung so in Kraft getreten, zwei Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben das Recht, an diesem automatischen Informationsaustausch nicht teilzunehmen. Und das Argument beider Länder gegen auch weitere Schritte oder gegen eine Teilnahme an dem Informationsaustausch war Equal Treatment, solange in andere Jurisdiktionen nicht dieselben Regelungen gehen. Deswegen arbeiten wir mit der Schweiz über vergleichbare Regelungen, waren eigentlich schon nahe dran, aber sind, das kommt manchmal auch in Deutschland vor, an der parlamentarischen Zustimmung gescheitert. Sonst hätten wir ein Equal Treatment gehabt, das uns in der europäischen Zinsbesteuerungsrichtlinie einen Schritt vorangebracht hätte. Jetzt wissen wir auch wegen der Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten von Amerika, wir werden ja in absehbarer Zeit das Abkommen der FATCA unterzeichnen, die fünf größeren Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und die Schweiz hat ein entsprechendes Abkommen bereits unterzeichnet, wobei in der Sache selber die Schweiz für die andere Alternative sich in diesem Abkommen entschieden hat. Das führt vielleicht ein bisschen im Detail zu weit. Deswegen geht es voran und Sie sehen ja, dass die Debatte auch in den letzten Wochen uns Schritt für Schritt voranbringt. Es ist manchmal ein mühsames Bohren dicker Bretter und mit der Kavallerie reitet man nur gegen die Wand, während mit Verhandlungen wieder und wieder bringt man die Dinge doch voran. Minister, thank you very much. Vielen Dank an Sie alle im Raum. Da ist die PK beendet. Und bitte sitzen bleiben, damit die Delegation, wie gesagt, rausgehen kann. Und danach können Sie auch. Ciao.